Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Landesum in Landesum Krimi. Ja, 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 ist soweit wie vor mal 10 Hof. Bedüngt ist jetzt alles. Das haben wir jetzt alle fertig. Das ist so Vorse, was hier so Vorse war. Wir bringen eben den Düngerstreu zum Hof. Wir sind ja auch noch fleißig in der Ernte. Dies und das und jenes. Tiefengelockert wird schon. Aber wie gesagt, wir bringen jetzt erst den Düngerstreuer zum Hof und dann schauen wir mal weiter, was zu Vorse ist. So ist der Plan dahinter. Ob wir das alle so hinkriegen, ist ja eine zweite Sache, ne? Nee, da weiß man ja auch nicht so genau. Wie gesagt, erstmal das Moped jetzt hier zum Hof. Dann müssen wir auch, glaube ich, Pflanzenschutz noch betreiben, ne? Ja, ja. Da war ja auch noch was. Dann muss ja auch noch diesen Ingentag fertig, ne? Weil ab dem nächsten Ingentag haben wir, glaube ich, 2 Tage. Habe ich 2 Tage eingestellt? Weiß das gerade nicht mehr so genau. Mann! Chikra! So. Schickifeini. Das läuft aber schon mal. Ganz Premium. Würde ich mal sagen, ne? Ja, ja. Strohfarm ist ja auch noch. Schickram. Wir haben richtig viel zu tun diesmal. Ist ja nicht so günstig. Kriegen wir aber alles hin, dann machen wir uns gar keinen Stress, weißt du? Stroh wollten wir zum Hof haben, ne? Und dann wollen wir gucken, schön Schweine kaufen, hatte ich gesagt, ne? Ob die auch Stroh da reinkriegen und ne? Dann kaufen wir erstmal 10 Schweine. So ein bisschen füttern können wir die. Dann heißt es erstmal richtig Weinsnähen noch. Dann werden wir auch noch ein paar Tage dabei sein. Ey, der heilige Blacklist, der im Wandern wird. Schwankt hier vor sich hin, ne? Halb so wild. So, langsam hier hin. Abfahrt. Abfahrt, sagt er. Ab von die Kreuzung, ab zum Gehöfte. Da freue ich mich ja drauf, ne? Bin ja ganz selbst. Ich hoffe auch, ich bin richtig gefahren, aber ich meine, ich bin richtig gefahren. Geht ja gar nicht anders. Ja, wir sind richtig gefahren. Der, guck. Da wird fleißig Tiefen gelockert, ne? Muss ja sein heutzutage. Ganz wichtig. Also wir gleich durch. Stellen wir das Moped erstmal beiseite, ne? Und dann schauen wir weiter. So, hier langsam hin, ne? Dann haben wir es gleich. Hi, Beach. Was ist denn das? Guck mal. Einiges Blechle, was steht da denn Schickes? Ja, tut mir leid, mein kleiner Freund. Ich glaube, du wirst gehen müssen. Ich habe da was Schickes von Lars gekriegt. Ah, ich freue mich so, ne? Das ist immer wieder herrlich. Von Lars die Sachen zu kriegen, ne? Aber dafür muss dieser dann auch gehen. Weil wir haben 9 Schlepper an Hof. Und wir brauchen hier nicht 12 Millionen Schlepper. Und das bringt's nicht. Das kostet uns einfach nur Kohle. Und deswegen muss dieser halt gehen. Bin ich ja ganz ehrlich. Heiliges Blech, ne? Ich dachte, ich gucke morgen nicht richtig in Discord, ne? Samstagmorgen, wo ich aufnehme. Bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet wegen Umzug. Also gehe ich mal davon aus, dass ich nicht helfen muss. Guck dich den an. Guck dich den an da. Ich will mir gleich mal schön den Beschlag nehmen. Tja, mein Freund, es war so schön, dich gekannt zu haben, ne? Und ich fahr dich auch ganz gerne, ne? Aber wir brauchen nicht so viel Schleppe auf dem Hof. Deswegen tut's mir leid, musst du leider gehen.
Der Lars hat mir ein 1246 geschickt. Heiliges Blechle. Ich hab den, vor allen Dingen, der Vorteil ist, der hat Pfleges-Pellen drauf diesmal, ne? Richtig schicki feini von Lars. Mit Pflegereif, ne? Ich wollte ein Bild haben. Danke. Das ist das Beste, was gibt, ne? Ich habe Pflegezwillinge drauf gemerkt, ne? Gibt's. Oh, mit. Der hat auch Vertex IC. Mach mal hier den Schickkorn, haben wir da weg. Wir brauchen hier keine Fenders dran. Das ist Müll. So. Hat der Lars mir geschickt, wir werden den gleich mal testen. Weil ich den Hut wieder aus habe. Nehmen wir einfach nur Premium. Ich habe ihn selbst auch noch nicht. Was ist denn jetzt los? Sitzt hier verkehrt rum drin oder was? Steig nochmal aus. Warum sitzt man denn hier verkehrt rum drin? Oh, ich glaube, ich weiß, was ich gemacht habe. Ich habe aus Versehen eine Taste gedrückt, die ich nicht drücken wollte, ne? Siehst du? Schickram ist halt, wenn man aus Versehen da fettfingert, wo man gar nicht hin will. Also, wir müssen mal eben gucken. Betriebetechnisch, ne? Ah, genau wie der andere 1455, ne? 6 Gänge. Sound ist genial, ne? Das ist unser neues Pflegemoped hier auf dem Hof. 1246. Ich freue mich, ne? Ganz ehrlich. Was sagt ihr? Also wir müssen aber, glaube ich, erst noch Pflanzen schützen, ne? Komm, wir räumen eben den Einstreu weg. Wir wollten das ja ausprobieren. Das können wir eben noch machen. Ehrlich! Ha! Könnten wir auch direkt mit zur Fläche vorne. Dann laden wir da eben Bellekes ein. Kannst du. Achso, ich habe euch die Konfiguration gar nicht gezeigt, ne? Ich weiß nicht, ob der zum Download kommt, ne? Also, wo der zum Download steht, das kann ich euch nicht sagen. Nein! Schickram, falsche Baustelle. Hier müssen wir hin. So langsam habe ich ein paar IACs im Mod-Ordner, ne? Das ist auch nicht so einfach, ne? 1046, da. Gibt's als 946. Alles da. Trelleborg habe ich genommen, ne? Wegen Pflegebereifung. Hier ist diesmal Pflegebereifung mit bei. Finde ich total genial, ne? Auspuff, ne? Standard. Fronthydraulik. Oh, ich habe die andere genommen. Ich habe die Schwarte genommen. Aber ist egal. Kabine, Überrollbügel, gar nichts. Frontlader anbauen, ne? GPS, alles da, ne? Also, was willst du mehr im Leben? Ja, natürlich gibt es eine ganze Sache mehr, die man mehr haben möchte, aber es ist einfach nur Premium. So, wir fahren eben zur Strohfläche, klatschen nochmal 2-3 Ballen rein. Gucken wegen der Schweine. Oh, 1246, ey. Da habe ich ja drauf gewartet, ne? Heiliges Blechle ist jetzt schön. Ich habe ja letztens mal einen ausprobiert, der war ja Müll. Dieser ist ja richtig genial, ne? 32. Muss immer leben, ne? Schneller läuft er, ne? Das ist halt ein alter Schlepper. Ist so im Leben, ne? So, jetzt sitze ich auch wieder richtig. Hübchen. Läuft, ne? Das ist jetzt hier so unser Pflegemoppel. Da können wir auch Stallarbeiten mit dem Handy. Die Zwillinge bleiben da dran, ne? Was willst du denn mehr? Wenn er mal was tracken muss oder so, kannst du auch mal mit Heu wenden. Kein Problem. Nur ansonsten ist das jetzt hier unser Pflegeschlepper. Richtig prima. Passt doch besser auf den Hof wie der Fendt, ne? Wir haben einen neumodischen Schlepper, das muss reichen.
Bis hier unser Acker fehlt, ansonsten formen wir alte Technik. Sind die IRC-Angehörige, kommen hier aus Münsterland. War früher so, Deutsch und IRC. Kannst du noch gucken. So, dann machen wir hier 2-3 Ballen nachher rein. Bedingt haben wir, wir müssen nur noch Pflanzenschutz machen. Die Bälle ist aufladen und ich muss auf jeden Fall dreschen. Ey. Hat nützt nichts. Nee. So, jetzt geht alles wieder. Ehrlich, nicht. Genießt die Fahrt. Ich schätze wieder zum Download kommen. Müssen wir uns nichts vormachen. Das ist einfach Premium und das Moped. Nee. Ja. Ne? Cool, ne? Zone. 166.000 Euro. Ja. Ein bisschen Schweinefutter und so. Und dann sind die Kohlen auch bald an Ende. Müssen wir uns nichts vormachen, ist am besten. Was haben wir mit den Torlas hier? Das ist für sein Leben. So, guck mal hier. Tieflader ist ja auch noch hier. Und dann kriegen wir das auch mal schicki vorne weg, ne? Ehrlich, 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 ehrlich. Krieg ich ja echt ein Grinsen in den Augen, ne? Guck mal. Boah, das kannst du noch alles? Einfach nur genial. Oder? Ist ja ein schöner Schlepper. Boah, ich lieb das ja. Unser IAC, der hat da auch nur so Überrollbügel, ne? Also. Der hat da auch kein Verdeck, nix drauf. War manchmal Schickkram, aber die meiste Zeit, du genießt es einfach, wenn du da so fährst. Das ist einfach genial. Und dann hatten wir halt einen 383, ne? Mit Zwillinge auch. Kannst du an- und abschrauben. Ja, das war ja alles Chili Vanilli, ne? Also, ich hab mir noch nicht mal irgendwo ein Regal hingesetzt. Ja, ich brauche noch was in der Hand. Ich hab's mir nicht gedacht. Wo hab ich denn die Pike hingeschmissen? Wie ist der noch? Nope. Wo hab ich denn die Pike getan? Schickram, wir müssen erstmal die Pike suchen. Das kann ich nicht gewünscht, oder? Ah, ich glaub, die Pike haben, ne? Der Futtermischer? Ja, auf dem geordneten Spielstand geht nichts verloren, du. Das zeigt dir. So, Abflug. Laden wir nochmal 2-3 Bellekes ein. Dann können wir den rein theoretisch den Einstreuen wieder zum Hof bringen. Dann dürfen wir auch das Dreschen nicht aus den Augen verlieren, ne? Da muss noch diesen in jedem Tag passieren. Damit das fertig ist. Ganz wichtig. Thank you.
Läuft den Laden hier. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.